Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute mal wieder über Secondhand-Klamotten. Das ist das Format hier. Ich ziehe hauptsächlich Secondhand-Klamotten an. Mir ist es unwahrscheinlich wichtig, eben nachhaltige Kleidungsstücke oder Secondhand-Kleidungsstücke zu kaufen. Auch wenn die vielleicht nicht immer die vegansten sind, sie waren schon mal auf dem Markt und mussten nicht neu produziert werden. Und ich möchte bei euch so ein bisschen auch das Feingefühl dafür wecken. Kauft nicht ständig neue Sachen. Kauft nicht Sachen, die ihr nicht braucht. Das ist auch so ein Faktor. Wenn du Schuhe, eine Jacke brauchst oder so, dann ist das wirklich etwas, wo du benötigst. Aber Shoppen ist halt eine Freizeitbeschäftigung geworden und das sollte es echt nicht sein. Und da will ich bei euch so ein bisschen das Feingefühl wecken, dass man durchweg auch sich eben im Secondhand-Markt gut bedienen kann. Ich fange einfach mal mit meinem ersten Outfit an und webe immer so ein paar kleine Stories und Fakten zwischenrein, wenn es Fakten gibt. Und mein erstes Outfit besteht aus einem Hoodie. Den habe ich mir auch Secondhand gekauft. Der fällt jetzt leider so langsam auseinander. Den habe ich auch wirklich geliebt, kann man an der Stelle sagen. Ich ziehe ihn noch ganz gerne zum Sport beispielsweise an. Weil Hoodies sind halt eh das Beste und für mich war der halt was Besonderes, weil das nicht so der 0815 Hoodie ist, sondern er hat halt so diesen Blumenprint drauf. Jetzt geht er halt wirklich an den Ärmeln, leicht kaputt. Was schade ist, da die Qualität von dem Teil nicht die höchste ist, habe ich dann schon gemerkt, als ich ihn gebraucht gekauft habe. Dazu habe ich ein Oberteil an, also ein T-Shirt, das ich mir bei Selpi gekauft habe. Das ist so ein, ja, ein stinknormales Shirt, aber ich mag es echt gerne mit einer Erdbeere links oder rechts, weiß jetzt gar nicht auswendig. Und zu der ganzen Geschichte habe ich meine Mavi Jeans angehabt. Die habe ich heute auch an. Das ist eine Hose, die ich inzwischen ganz gerne trage, weil sie wieder ein bisschen mehr passt als vorher. Was heißt, ich habe mich körperlich ein bisschen verändert, weil ich jetzt ja auch ins Fitnessstudio gehe. Und dazu trage ich meine weißen Pumas und da ist der Fleck noch relativ deutlich zu sehen. Ich habe natürlich meine Pumas so verdreckt, dass der Fleck nicht mehr rausging. Aber das lässt sich ja alles mit Rasierschaum regeln. Dazu gibt es auf meinem Zweitkanal ein kleines Reel. Das zweite Outfit besteht mit dem Kleid, was ich mir mal bei H&M gekauft habe. Und da bin ich noch in den Laden gegangen und das ist schon so lange bei mir im Kleiderschrank und ich ziehe es halt doch immer wieder an. Ich hatte mal so eins mit Punkten. Das hat sich bei mir nicht durchgesetzt, aber das hier ziehe ich echt immer wieder gerne an. Und es ist eben auch aus einer Zeit, wo ich halt echt noch in den Laden gegangen bin. Und das soll heißen, man muss heutzutage nicht perfekt sein, man muss nur das Feingefühl entwickeln. Was bedeutet es, wenn ich in den Laden gehe, mir Klamotten einfach so kaufe, die ich nicht brauche? Und man sollte da auch wirklich hingucken. Und da empfehle ich dir wirklich die Viola Wohlgemut, heißt die, glaube ich, ja. Die mag ich echt gerne. Die sieht man zum Beispiel bei Instagram auf dem Kanal Make Something, aber auch für Greenpeace hat sie, sie ist ja auch von Greenpeace relativ viel gemacht. Sie ist auch bei einer Doku dabei gewesen, jetzt fürs Fernsehen. Und das ist wirklich wichtig, dass ihr euch solche Dokus anguckt. Schaut da wirklich hin, was bedeutet es heutzutage noch in Zara zu gehen, ins H&M zu gehen. Sollte man diese Marken, und es gibt ja noch viele mehr, ich habe jetzt nur zwei genannt, sollte man diese Marken wirklich unterstützen? Und natürlich ist meine Meinung nein, natürlich nicht, weil das können wir uns heutzutage einfach nicht mehr leisten. Wir sind am gestreiften Kleid hängen geblieben. Zu dem gestreiften Kleid trage ich meine lange Strickjacke. Die habe ich mir bei Gina Tricot auch noch so gekauft. Die ist auch schon unwahrscheinlich lang bei mir im Kleiderschrank. Oh Gott, ist locker wahrscheinlich jetzt 10 Jahre her, wo ich das letzte Mal im H&M war oder so, keine Ahnung. Dazu trage ich eine schwarze Leggings von Tok Tok. Die kennt ihr ja inzwischen. Also ich habe 3 Tok Tok Leggings. 2 davon haben eine nicht so gute Qualität. Eine hat eine bessere Qualität. Also das schwankt da auch. Und dazu trage ich meine hellen spitzen Chelsea Boots, die ich mal gebraucht für 5 Euro geschossen habe oder so. Also das ist auch richtig krass. Fast neue Sachen. Und dann kosten die halt 5 Euro oder so. Im dritten Outfit trage ich ein Shirt, was ich mir gebraucht gekauft habe. Das ist, glaube ich, Jack & Jones oder so. Also eine Marke, die ich sonst vorher nie mit dem Arsch angeguckt hätte.
Aber das Shirt hat mich an das Tina Tricot-Shirt erinnert, was ich damals sehr gerne getragen habe. Aber das ist kaputt gegangen. Das ist so richtig kaputt gegangen. Also bei mir haben dann so Shirts meistens vorne richtig Löcher. Und das habe ich mir dann halt geholt, weil in Erinnerung, aber es ist nicht genau das Gleiche. Aber ich mag es trotzdem ganz gerne. Zu dem Shirt trage ich dieses Mal eine graue Esprit-Jeans. Die mag ich auch recht gern. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich von Esprit mal sowas so unwahrscheinlich gerne trage, weil das war für mich auch immer so eine richtige Langweiler-Marke. So ändert sich das. Also heutzutage bin ich halt eben auch nicht mehr irgendwie markenfixiert. Das ist in meinen jüngeren Jahren dann schon. Und dazu trage ich meine schwarzen Rika-Boots, die halt ganz gut zu der Hose passen und das Bein ein bisschen verlängern. Wenn du so klein bist wie ich, ist das Trick 17. Die schwarze Punkte-Bluse ist auch eine Bluse, die ursprünglich mal von Zara war. Und Zara ist halt ein Modehaus. Die schmeißen viel zu viel Kollektionen raus, nur Shein ist noch schlimmer. Und diese Preise, wenn ihr das nicht wisst, diese Preise können sie nur machen, weil sie viel zu viel Ware produzieren und das, was nicht verkauft wird. Manchmal wird sowas in Ländern noch verkauft, wie in der Türkei oder so, wo es produziert wurde, für relativ wenig Geld. Ich habe auch schon Kleidungsstücke von meiner damaligen Kollegin aus der Türkei bekommen, die halt wirklich richtig, richtig günstig waren. Aber meistens wird sowas halt direkt weggeschmissen. Da kann ich euch wieder das Instagram-Profil Make Something empfehlen, wo die Viola Wohlgemuth relativ viel Dokus dazu gemacht hat. Das gibt es auch auf YouTube. Bei Greenpeace muss das auf dem Kanal liegen, genau. Ich muss mal gucken, wenn ich die Sachen finde, dann werde ich sie euch auf jeden Fall mal unten in der Infobox verlinken. Da guckt ihr mal rein für diese Infos. Und da ist Zara halt schon auch so ein Kandidat, die knallen Kollektion an Kollektion an Kollektion raus. Und was nicht abverkauft wird, und das ist relativ viel, weil die kalkulieren mit einer riesigen Menge an Kleidungsstücken und das wird dann einfach nicht verkauft und wird dann direkt weggeschmissen. Das ist richtig krank. Das ist einfach krank. Und zu der Bluse, die ich echt gerne mag, und wenn ich sie gebraucht nochmal irgendwo finde oder so eine ähnliche, schlage ich zu, weil die kennt man an mir. Ich liebe die halt einfach auch. Und ich kriege für die halt auch Komplimente. Ich trage da wieder die graue Jeans von Esprit, die ich auch unwahrscheinlich gerne mag. Und dazu, weil zu der grauen Jeans passt es halt unwahrscheinlich gut, weil die halt eng geschnitten ist. Die Rika Boots, weil die halt auch das Bein verlängern. Jetzt kommt ein Shirt, wo ich nie die Marke weiß, weil, wie schon gesagt, ich habe das Gebrauch gekauft, aber das soll eine gar nicht schlechte Marke sein. Aber ich vergesse einfach ständig, weil das ist auch so ein Schnitt, der mir echt gut gefällt. Das gestreifte Shirt ist auch so geschnitten. Das ist halt einfach mein lila Shirt, was ich echt gerne mag. Habe ich auch von selbst geklappt für 2, 3 Euro oder so. Das ist halt echt hinterhergeschmissen, kann man wirklich sagen. Die gestreifte Strickjacke, die habe ich dann auch mal beim Momox Fashion irgendwann mal gekauft, aber die Qualität ist dann nicht so gut. Und da muss man halt immer darauf achten, dann wirklich was Einfarbiges drunter zu ziehen. Jetzt bin ich jemand, der gerne Streifen anzieht, also ich kann das oft nicht kombinieren. Und wenn ich dann mal was Einfarbiges anhabe, dann passt das ganz gut eigentlich. Dazu trage ich wieder meine graue Jeans von Esprit und meine schwarzen Stiefelchen von Tamaris, die habe ich in letzter Zeit echt gerne an. Das wundert mich. Im letzten Jahr habe ich mir die Schuhe gekauft mit den Rika Boots und da haben die Tamaris-Schuhe gar nicht so bei mir gezogen. Die habe ich ein bisschen ignoriert und dieses Jahr habe ich die richtig häufig an und schon festgestellt, dass die Schuhe sogar ziemlich wasserdicht sind. Ich bin vor kurzem von Kopf bis Fuß nass geworden und hatte die Schuhe an und hatte trockene Füße. War super. Outfit Nummer 6. Und hier trage ich einen Pulli, der leider immer größer wird. Ich mochte den mal echt gerne jetzt, aber inzwischen sieht er langsam aus an mir wie so ein Sack, weil er halt echt immer größer wird. Das ist so ein türkisener Pulli. Ich mag den Schnitt echt gerne, aber er hat halt gar keine Passform mehr. Das ist so schade, weil ich mochte den am Anfang, als ich mir den Gebrauch geholt habe, ich glaube auch von Momox Fashion. Und da habe ich den tot getragen. Aber der wird immer noch tot getragen. Und ich hatte den auch schon beim Sport dabei, weil er halt echt so ein bisschen lässiger ist. Und da
jetzt wird es kälter und da kann man sich ja auch mal so ein kleines Pullichen anziehen und den sich dann irgendwie umwickeln, wenn es zu warm wird. Also vielleicht wird er für den Sport jetzt demnächst so ein bisschen in Betracht gezogen. Dazu trage ich meine G-Star Jeans. Und bei der ist das Problem, da habe ich zu viel abschneiden müssen und die Hose ist unten breiter geworden. Und ich nähe ja immer die Originalnaht hin und das habe ich bei der Hose verkackt, aber so richtig. Ich habe gemeint, ich könnte die mit Ach und Krach noch hinnähen, aber da hat der untere Rand natürlich nicht mit dem, was ich abgeschnitten habe, zusammengepasst. Und ich habe gezogen und die Hose hat ziemlich viel Stretch. Und jetzt wirft es halt unten echt immer Wellen. Das sieht nicht schön aus, habe ich echt verkackt. Aber die Hose habe ich wirklich für einen Apfel und ein Ei bekommen. Ein Zehner vielleicht oder so. Die war echt nicht teuer. Und ihr wisst, was G-Star normalerweise kostet. Und die war so gut wie nicht getragen. Dazu trage ich meine Pumas wieder, die ich ja gut mit dem Rasierschaum reinigen konnte. Kann ich euch echt empfehlen. Teppiche und alles. Macht das mit Rasierschaum, guckt euch mal bei Google an, wie das genau funktioniert. Oder auf meinem Zweitkanal, da habe ich ein kleines Reel dazu gemacht. Im nächsten Outfit trage ich, ursprünglich war der Pulli mal von Esprit, den habe ich vom Flohmarkt, mein Trockenblumen-Pulli. 1-2 Euro oder so, für den habe ich nicht viel bezahlt. Kann ich mich noch gut dran erinnern, der hat auch so eine komische Größe gehabt. Im Nachhinein habt ihr mir dann gesagt, das sind so Kindergrößen, so ganz große. Und da ich nicht so groß bin, passt das natürlich. Aber den liebe ich halt auch. Ich habe den dann kombiniert mit meiner Korthose. Die habe ich auch vom Flohmarkt. War ursprünglich mal eine Männerhose. Merkt man auch so ein bisschen am Schnitt. Das ist nicht der idealste Schnitt. Aber die Hose ist halt echt super warm. Und jetzt ist halt nicht mehr ganz so frühlingshaft oder sommermäßig draußen, also es wird kalt und dann zieht man gerne mal wieder die Korthose an und zu der ganzen Sache trage ich dann meine Pumas, weil es ganz gut gepasst hat. Im vorletzten Outfit trage ich meinen schwarzen Pulli, den ich von China Tricot gekauft hatte, noch regulär und so lange habe ich den Pulli schon, ich liebe das Ding, echt, also das habe ich einfach schon ewig und das wächst irgendwie auch mit. Der wird auch nicht kleiner, der wird eher nur noch größer. Aber wie schon gesagt, ich liebe das Ding und halte auch so ein bisschen Ausschau nach so Klamotten in dem Stil, weil ich das halt echt, ich liebe das, ich fühle mich da echt wohl. Und man muss halt irgendwie so ein Unterhemd oder so muss man halt schon drunter anziehen, aber ich habe ja ständig so schwarze Teile an, das ist ja dann kein Problem. Dazu trage ich meine Cecile Jeans. Die mag ich auch echt gerne, fällt mir manchmal die Marke nicht ein, weil Cecile für mich damals auch eine Marke war, die hätte ich mir im Arsch nicht angeguckt, die wäre mir zu langweilig gewesen. Und hier trage ich tatsächlich wieder die Tamaris-Stiefelchen, wie schon gesagt, die ziehen bei mir dieses Jahr ein bisschen besser als letztes Jahr. Im letzten Outfit trage ich meinen blauen Pulli und das ist so ein Teil, das halt auch kaputt jetzt ist. Ne? Also ich mache das meistens so auf Gürtelhöhe, gehen bei mir die Sachen kaputt. Fragt mich nicht, wieso. Hat es jemand anders auch noch, dass er auf Gürtelhöhe lauter kleine Löcher hat? Da gehen bei mir halt die Klamotten immer kaputt. Den blauen Pulli habe ich geliebt, aber er ist halt echt vorne dran durchlöchert und ich kann mich von dem Teil nicht trennen. Es hat auch keine ideale Passform mehr. Und das ist meistens bei mir so, dass ich Klamotten nicht mehr ohne weiteres wegtue, sondern ich trage Klamotten tatsächlich kaputt. Und bei T-Shirts ist es meistens so, dass wenn das T-Shirt einfach zu nichts mehr zu gebrauchen ist, dann wird es ein Lappen. Und mit der Verschmutzung von dem Lappen wird es dann weggeschmissen. Also es hat immer noch irgendwie einen Gebrauchsgrund bei mir im Haushalt und das ist halt wirklich schon ein wichtiger Punkt, die Sachen einfach auch zu schätzen. Aber der blaue Pulli, der darf erstmal noch nicht gehen, weil den liebe ich echt. Dazu trage ich meine Cecile Jeans wieder, die mag ich mich echt auch gerne. Und meine Tamaris Stiefelchen, die in diesem Video häufiger vorgekommen sind als die Rika Boots, wundert mich schon. So ändert sich bei mir der Geschmack von Jahr zu Jahr, das wundert mich echt. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mir gedacht habe, oh shit, jetzt hast du dir zwei Paar Stiefel gekauft und eins davon ziehst du halt so gut wie gar nicht an. Aber es hat sich demnach jetzt doch so ein bisschen gewandelt und
Die anderen sind halt ein bisschen bequemer, weil sie halt ganz flach sind und doch auch so ein bisschen Struktur unten an der Sohle haben. Wir kennen das alle, wenn es ein bisschen glatt wird, dann ist man um jede Struktur auf dem Schuh halt wirklich dankbar und ausrutscht halt. Weil sie kommt halt jetzt, ne, wenn wieder alles so gefroren ist. Ja, ich sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich würde mich tatsächlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Und berichte mir mal unten in den Kommentaren über deine Secondhand-Erfahrung, was du so machst, wo du deine Klamotten herbekommst. Würde ich mich echt freuen. Ich sage danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!